herzlich willkommen bei uns an Bord. Die Corona-Krise hält uns alle irgendwie, irgendwo gefangen. So kamen wir auf die Idee, euch heute einmal einen kleinen Turnvorschlag für eine Reise in den südlichen Niederlanden zu machen. Zeitbedarf etwa 10 bis 14 Tage. Wir starten in unserem Heimathafen Rumpot. Zuerst geht es über die Nordsee nach Scheveningen und Eimeuden. Dann als Highlight nach Amsterdam und von dort aus wieder binnen zurück nach Rumpot. Zurück in der Osterschelde werde ich euch einige unserer Lieblingsziele vorstellen. Dieser kleine Turn kann natürlich von jedem anderen Ausgangshafen aus gestartet werden. Es sind lediglich 2 Tage auf der Nordsee vorgesehen. Von der zu erwartenden Windrichtung, also aus Südwesten her, ist für uns die Reise im Uhrzeigersinn genau richtig. Haben wir doch nur 14 Tage und können daher wenig Zeit als Wetterpuffer einrechnen. Wir kommen durch die Rumpotsluis in die Nordsee, passieren nach Anmeldung das Maasmund-Fahrwasser, um nach 45 Meilen auf der Nordsee in Scheveningen festzumachen. Der Fischereihafen und die Marina sind nur von der Nordsee aus zu erreichen. Scheveningen hat eine schöne Promenade. Wenn man genügend Zeit hat, kann man dort auch die Miniaturstadt Madurodam besichtigen. Seit 8:30 sind wir unterwegs. Sind hier in Scheveningen losgefahren. Sind hier an Nordwijk und Katwijk vorbei. Und fahren jetzt hier Richtung Eimeuden. Wir haben Südwest und er sagt immer bis 6, aber wir haben immer deutlich weniger. Es schaukelt nur, weil in der Nacht waren 7 Windstärken und wir haben dadurch natürlich noch eine Altsee, das groß mit einem Bullenstander festgemacht. Da hinten im Hintergrund sieht man noch Scheveningen. Hier haben wir jetzt Nordwijk. Wir hoffen, dass das Wetter trocken bleibt. Die Nacht hat es fürchterlich geschüttet. 19 Grad. Wobei die 19 Grad nur als relativ frisch empfunden werden. Die Altsee, die lässt uns manchmal ziemlich wackeln. Das Segel steht gut. Wir haben schon seit 2 Stunden nichts mehr an der Segelführung geändert. Perfektes Segelwetter. Eimeuden liegt an der Mündung des Nordseekanals. Dieser verbindet das südliche Eiselmeer über Amsterdam mit der Nordsee. Die Marina ist bei Schittwetter ein idealer Ort, auf Wetterbesserung zu warten. Durch die großen Schleusen gelangen wir nun in den Nordseekanal und begegnen hier sogar 2010 noch den russischen Tragflügelbooten, die nach Amsterdam fuhren. 2013 wurde dieser Service eingestellt. Es sind nur 16 Seemeilen bis nach Amsterdam, in den bekannten Sixhafen. Der kleine, gemütliche Sixhafen liegt direkt gegenüber des Hauptbahnhofs. Die kostenlosen Fähren bringen uns rasch auf die andere Seite des Kanals. Von hier aus sind es nur ein paar Schritte ins Herzen von Amsterdam. Nach einem herrlichen Abend in Amsterdam verlassen wir am nächsten Morgen um 8.30 Uhr den Sixhafen. Die heutige Strecke durch Haarlem nach De Kaag ist zwar nur 17 Seemeilen lang, hat es jedoch in sich. Wir müssen 20 Brücken und die Schleuse Spaarndam passieren. Das ist sicherlich nichts für schwache Nerven.
Denn es kommt auch schon einmal zu Überraschungen wegen verschobener Öffnungszeiten, zumal wir auch noch die A44 samt Eisenbahnbrücke zu passieren haben. Haarlem ist die Provinzhauptstadt von Nordholland. Nur 13 Kilometer vom internationalen Flughafen Schiphol und 19 Kilometer von Amsterdam entfernt ist es sicherlich ein Ort, den wir später einmal mit mehr Zeit noch kennenlernen möchten. Die Stadt war einst ein wichtiger Handelsort an der Nordsee. Der mittelalterliche Charakter wird durch die kopfsteingepflasterten Straßen und aufwendig restaurierten Giebelhäuser unterstrichen. Ganz in der Nähe befindet sich auch das riesige Anbaugebiet für Blumenzwiebeln mit ihren großen Tulpenfeldern. Berühmt sind auch die Kunstmuseen und Hofjes, die begrünten Innenhöfe der Wohnanlagen. Gute 11 Stunden sind wir nun für die 17 Seemeilen unterwegs und am Abend froh, dass wir noch einen guten Liegeplatz in De Kaag gefunden haben. Der nachfolgende Reiseabschnitt bringt uns heute nach Gouda. 16 Seemeilen, 15 Brücken. Die Fahrt durch die alten Hebebrücken gestaltet sich stressfrei, da jetzt im Oktober wenig Touristen unterwegs sind. Nach der Durchfahrt durch Alpen an der Rhein führt der Kanal direkt durch die Apfelplantagen von Boskop. Seit 1856 ist diese Apfelsorte besonders beliebt. Können doch viele Allergiker den Apfel problemlos genießen. Die Brücken hier sind untereinander besser vernetzt. So sind die Wartezeiten deutlich kürzer und wir müssen nur vor der Sporburg in Gouda auf die Öffnung um 16.13 Uhr warten. In Gouda sind wir nun wieder in der Provinz Südholland angekommen. Die Stadt ist weltberühmt durch den bekannten Gouda-Käse. Der Käsemarkt ist im Sommer eine echte Touristenattraktion. Da das Wetter uns aber heute daran erinnert, dass wir nun schon Oktober haben, fahren wir heute weiter nach Dordrecht. Auf der gesamten Fahrt durch die Kanäle wird uns klar, dass wir uns hier in einem reichen, gutbürgerlichen Teil der Niederlande befinden. Anwesen mit einem eigenen Liegeplatz, eines schöner als das andere, lassen uns immer wieder ins Träumen geraten. Dordrecht erreichen wir 19 Seemeilen und 4 Brücken später. Nur 20 Meilen südöstlich von Rotterdam gelegen, ist die Stadt eigentlich ein Geheimtipp für diejenigen, die einmal eine typisch holländische Stadt erleben wollen. Würde mich heute jemand fragen, welche Stadt er sich in den Niederlanden unbedingt ansehen sollte, würde ich sagen Dordrecht. Donnerstag, wir sind um 9 Uhr aus Dordrecht ausgelaufen. Wir sind jetzt im Hollands Diep. Leider ist mit Segel nichts, denn wir sind mit null Wind hier unterwegs. Aber es ist relativ warm. Der Nebel hat sich auch ein bisschen verzogen. Es ist zwar noch nicht so super gute Sicht. Es ist jetzt hier auch wieder ein ganz kleines bisschen mehr Rekreatie. Es ist ganz gemütlich hier an Bord. Wir haben gerade schön gefrühstückt.
Es ist jetzt 11 Uhr und hier ist Streinsers. Hier ist dieser, da ist dieser Leuchtturm, dieses Wahrzeichen von Streinsers, und hier drüben sind die Masten zu sehen. Zügig geht es nun zur Volkerak-Schleuse. Da es von der Durchfahrtshöhe her passt, schleusen wir mit der Großschifffahrt. Die Durchquerung des Volkeraks ist unspektakulär. Nach Verlassen der Krammerschleus befinden wir uns nun wieder im Tidengewässer. Den Eingang ins Grevelinger Meer bei Brünnisse lassen wir steuerbord, denn unser heutiges Ziel ist ja Katz in der Osterschelde. Unser Tipp für Katzbesucher ist ein Abendessen im Katze Kai. Das Restaurant direkt am Hafen serviert den besten Osterschelde-Hummer in der ganzen Gegend. Wir haben achterlichen Wind mit 4 bis 5 Windstärken. Die Osterschelde wird durch die 5 Kilometer lange Seelandbrück in einen nordwestlichen und einen südöstlichen Bereich geteilt. Im südöstlichen Bereich sind besonders lohnende Ziele, zum Beispiel St. Annaland. Dort kann man vor der Marina-Einfahrt ankern oder auch eine Mooring nehmen. Auf der anderen Seite der Schelde ist in Katz ein Restaurantbesuch im Katze Kai, wie beschrieben, zum Scheldekräftessen obligatorisch. Folgt man weiter dem westlichen Ufer nach Südosten, geht es zunächst an der Einfahrt zum Fehrse Meer vorbei. An Steuerbord fahren wir in den Kanal an der Gußschen Sass, durch Wilhelminadorp nach Hus. Der gemütliche Stadthafen oder die vorgelagerte Marina des Segelvereins laden zum Verweilen ein. Nur ein paar Seemeilen weiter erreichen wir Wemeldinge. Der Hafen ist in den alten Schleusenkammern zu Hause. Direkt daneben beginnt der Söyt-Beveland-Kanal. Er endet bei Hanswerth in der Westernschelde. Von dort erreicht man auch bei stürmischem Wetter Antwerpen oder Vlissingen. Der Ort Irsike ist bekannt für den weltweiten Handel mit Miesmuscheln und Austern. Die kleine Schleuse am äußersten Ende der Osterschelde öffnet das Binnenrevier ins Sohmeer, Tholen und nach Bergen ob Soo. Im nordwestlichen Bereich der Osterschelde biegt man direkt nach dem Passieren der Seelandbrück steuerbord ab nach Zieriksee. In der Hauptsaison ist der mittelalterliche Ort sehr touristisch, aber immer einen Abstecher wert. Kolleins Plath. Dort, wo die Seelandbrück auf der Insel Nordbeveland endet, haben Fischer 1970 einen römischen Altarstein gefunden. Der Göttin Leonenia geweiht und zu einem römischen Tempel gehörend, ist es ein Beweis für die frühe Besiedlung der Gegend. Der heute noch aktive Fischereihafen und die mit 550 Liegeplätzen ausgestattete Marina ist ein attraktiver Ferienplatz in Seeland. Wir folgen im Uhrzeigersinn dem Ufer der Osterschelde und erreichen unseren Ausgangs- und Heimathafen Rumpott. Es ist eine typische Durchgangsmarina für Boote auf dem Weg durch den Ärmelkanal.
Vielen Skippern ist diese sichere Marina aber nicht so bekannt, da sie von See her nur durch die Rumpurzlois mit einer festen Brücke zu erreichen ist. Mit Nachfrage bei dem Schleusenwärter passieren wir mit unseren jetzigen Durchfahrtshöhe von 21,50 Meter die feste Brücke, bei Niedrigwasser jedoch problemlos. Die Delta-Sperrwerke bilden den Abschluss der Osterschelde und bieten einen wirksamen Schutz für das Binnenland vor Sturmfluten. Die riesigen Tore des Sperrwerks stehen normalerweise offen. Der Tidenstrom ist gewaltig. Nur bei kritischen Wetterlagen wird das Sperrwerk geschlossen. Das Bauwerk wurde 1986 fertiggestellt und bildet seit der Zeit den Abschluss zum Nationalpark der Osterschelde. Ein ganz besonderes Turnziel hier im Revier ist sicherlich Burgsleus. Ganz unauffällig im äußersten Nordzipfel der Osterschelde gelegen, gelangt man in einem langen Schlag von Zieriksee aus zu diesem kleinen Hafen. Der eigentliche Ort ist aber nicht die Attraktion. Erst nach einem kleinen Spaziergang über den Deich gelangt man zu einem einzelstehenden alten Kirchturm. Der Ort selbst versank zwischen 1475 und 1650 in der Nordsee. Oft brachen damals die Deiche und die Orte wurden aufgegeben. Der Turm, Plompe Toren, trotzte allen Stürmen, wurde 1974 restauriert und ist nun als kleines Museum ein lohnendes Ziel mit einer tollen Aussicht über die Osterschelde. Es hat mir heute große Freude gemacht, euch einmal unser altes Hausrevier näher zu bringen. Sicherlich gibt es noch sehr viele schöne, lohnenswerte Ziele hier in Seeland. Auch vom Eiselmeer aus ist der Süden der Niederlande schnell zu erreichen. Abwechslungsreich lassen sich, wie ihr gesehen habt, die Tagesturns gestalten, sodass auch gerade Familiencrews in dem Revier gut aufgehoben sind. Es muss ja nicht immer der große Hochseeturn sein. Gerade für Turnvorbereitung oder Skippertraining hat man hier meist beste Bedingungen. Nun wünschen wir uns alle erst einmal eine gute Saison, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, eure Mola Molas.